Herzlich willkommen und wir melden uns hier heute bei der SG Schalksmühle Halver zum fälligen Auswärtsspiel unserer HSG Krefeld, den Eagles, die heute hier beim Vizemeister antreten müssen. Unsere Mannschaft wird leider Gottes ein bisschen dezimiert antreten, aber dennoch, die Mannschaft ist heiß und wird um Punkte kämpfen. ...29:28, leider das Spiel verloren, lange Zeit geführt, aber am Ende dann leider hinten gelegen. Trotzdem großartiger Kampf der Mannschaft, oder wie hast du es gesehen? Ja, definitiv. Also es war das erwartet schwere Spiel. Schalksmühle wollte uns einen auswischen. Das hat leider auch funktioniert. Ja, man merkte, dass hinten raus so ein bisschen die Körner fehlten. Uns haben viele Leute gefehlt. Hansi war nicht fit, Johnny macht sein erstes Spiel. Das hat man hinten raus ein bisschen gemerkt, aber trotzdem kann man zufrieden sein. Leider verloren, aber wir sind trotzdem Meister. Hätte nicht sein müssen, oder wie hast du es gesehen? Nee, hätte definitiv nicht sein müssen. Wir hatten definitiv auch die Chance, das Spiel für uns zu entscheiden. Ist jetzt leider in den letzten Minuten ein bisschen blöd gelaufen, aber abhaken, weiter geht's. Nächste Woche zu Hause nochmal gegen Gummersbach und dann geht's in die Relegation. Bei mir der Meistertrainer, Ronny Rogaska. Ronny, wie hast du selber das Spiel in Schalksmühle gesehen? Ich habe so gesehen, dass wir haben wirklich eine sehr, sehr engagierte Leistung gebracht und wir haben viele von den Dingen, die wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, auf den Punkt gebracht. Ich wollte hinten sehen, wir sind engagiert, dass Abwehr gut steht. Das haben wir zu teilweise nur gut hingekriegt, aber man darf auch nicht vergessen, heute haben wir auch im Angriffbereich fehlten uns einige Leute und haben mit Karl Rossner auf der Mitte agiert. Das hat sehr gut geklappt, das war sehr schön für eine Notlösung für uns, war hervorragend. Das Ziel war heute, wirklich ein gutes Spiel abzugeben, auch zu gewinnen, weil ja, wir einfach nicht verlieren wollen. Und das war leider schade. Am Ende waren Kleinigkeiten, aber gut, ist halt so. Heute gab es wieder eine riesige Unterstützung hier auf der Tribüne. Wie habt ihr das unten auf der Bank miterlebt? Ja, das ist super schön, dass diese Entwicklung einfach so steigt wie die Zuschauer bei uns, dass die Zuschauer so weit mitkommt und auch, ja, wirklich 60 Minuten, muss man sagen, abgeht da oben, wie das Spiel auf das Spielfeld. Das ist eine sehr, sehr gute Kombination für uns, glaube ich. Samstagabend nach Schalksmühle, obwohl die Meisterschaft schon da ist, es war schon überragend. Also es war schon sehr, 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 sehr cool. Jetzt geht es nächste Woche im Hauptrundenspiel gegen Gummersbach am 5.4. Da freuen wir uns natürlich, dass ihr wieder als Mannschaft komplett da seid und dass wir dann eventuell einen Heimsieg noch einholen zum Hauptrundenende. Ja, definitiv. Also wir wollen hier Spannung hochhalten. Das ist ja auch so ein bisschen Generalprobe vor dem großen Spiel gegen Rostock oder Hildesheim und da wollen wir auf jeden Fall nochmal zeigen, dass wir gewinnen können und dass wir fit für die Relegationsspiele sind. Das ist das nächste Highlight, darauf freuen wir uns wahnsinnig nochmal vor Heimkulisse zu spielen, diese Meisterschaft nochmal zu feiern und ja, würde mich über jeden freuen, der uns da nochmal unterstützt. Wir freuen uns jetzt auf die Heimspiele und dann ja, geht's los für uns auf die Zielgerade. So machen wir das. Gute Heimreise, Ronny Rogaska, Trainer der HSG Krefeld.